Wir haben 17 Projekte, die hier nochmal auf die Bühne kommen werden und sich vorstellen werden und zeigen werden, was eigentlich mit den Daten und Inhalten der ganzen Kulturinstitutionen passiert ist. Das ist auf jeden Fall auch nochmal der Beweis dafür, dass Kultur und Technik einfach wunderbar zusammenpassen. Die ganze Welt um uns herum ist schon seit ein paar Jahren so in Richtung Apps, Big Data unterwegs. Der Kulturbereich wacht gerade auf. Also wir sind da immer noch sehr am Anfang. Jetzt hatten wir die Leute, die interessiert waren. Es gibt genug Geräte, auf denen man das machen kann. Jeder weiß, was so ein Smartphone ist. Die Zeit ist jetzt reif. Wir sind aufgefordert, sie zu nutzen. Dieser Begriff des Hackathons, der ist bei uns im Museum eher noch neu gewesen und sind aber sehr froh, dass wir hier teilnehmen können, dass wir das auch rechtlich jetzt hingekriegt haben und wir erwarten uns eigentlich interessante Ideen. Wir schaffen es nicht, unser gesamtes Kulturgut nur innerhalb der Gedächtnisinstitutionen zu erschließen und zu verwalten. Wir brauchen einfach auch die Bereitschaft und das Wissen aller Leute. Von daher ist einfach eine Öffnung der Kulturdaten, eine Öffnung der Institutionen zwingende Voraussetzung, um nicht abgehangen zu werden. Wir bieten zum anderen natürlich auch jungen Entwicklern die richtige Plattform, indem wir sowas mit unterstützen. Ist eine Art von Wirtschaftsförderung. Keine technischen Fähigkeiten in dem Zusammenhang. Ich bin kein Webdeveloper, ich bin kein Coder, ich grabe keine Datenbanken ab, ich mache gar nichts. Und das ist eine absolut klasse Arbeit, die Coder da machen. Die graben die Informationen aus den anderen hier vorgestellten großen öffentlichen überregionalen Datenbestandseinheiten aus. Also aus der gemeinsamen Normdatei gucken, die kriegen die irgendwie über die Autoren noch mehr Informationen rein, um damit letztlich die Informationsfülle, die Berliner Liste bringen kann, aufzufüllen. Es kann natürlich auch sein, dass man noch gar nicht so die super konkrete Idee hat, aber sagt, Mensch, ich würde aber gerne was machen wollen und dann vielleicht einfach nur sagt, okay, ich kann coden oder ich bin Frontend-Designer oder ich weiß genau Bescheid, was mit Kulturdaten so machbar ist. It's a nice place, nice people and I like the fact that there are two weekends, that there is time between because I find the one weekend too short. I like the fact that there is this period, like enough time in between to work something and then come together and see what everybody has made. Wir haben, wie gesagt, ganz unterschiedliche Anwendungen. Es gibt reine Hardware-Projekte, Spiele, Apps für das Smartphone, reine Web-Anwendungen. Und ich denke, das Tolle daran ist, dass Sie als spätere Nutzer dieser Anwendungen einfach eingeladen sind, mit Ihnen, mit diesen Daten zu spielen. Was mich besonders bei der Geschichte fasziniert, sind die zeitlichen Entwicklungen. Das heißt, wie sah es früher aus und wie sieht es heute aus? Deswegen habe ich hier rechts unten einen Slider eingebaut. Also so war Berlin damals und so ist Berlin heute. And the inspiration for this project was an insect box scan of the Atlas beetle provided by the Museum für Naturkunde. And finally, it came alive. Wir sind auch ein Team, das sich mit der Liste der schädlichen und unerwünschten Schrifttypen beschäftigt hat. Wir haben uns dabei sowohl um die Autoren als auch um die Publikationen gekümmert. Und da haben wir gedacht, wir wollen absehen, welche Schriften sind denn da verboten und haben hier diese Liste gemacht. Und wir sehen ganz wichtig die dazugehörigen Publikationen. Ich bin wirklich sehr gerührt, was da an Realisierung daraus entstanden ist. Wir haben die Verbotsliste zum Sprechen gebracht. Und da haben wir uns überlegt, naja, dann machen wir einen Wecker mit Vogelstimmen vom Naturkundemuseum und man muss den Vogel erraten. Und er geht auch erst aus, wenn der Vogel erraten ist. Ja. Ja. Man muss fit sein morgens. Ja.